Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem der ersten Real-Life-Videos von mir. Ich habe zwar schon ein paar Real-Life-Videos, wer es weiß, also wo wir Moped damals gefahren sind, aber ist schon lange her. Und heute zeige ich euch mal meinen Raum. Also mache ich heute die erste Room-Tour für euch. Jo, ihr seht hier eine Tür, aber wir sind schon im Raum drin. Und man sieht hier auch schon ein bisschen LED-Technik. Also hier ein bisschen. Und ich zeige euch heute einfach mal meinen Raum, wie der aussieht. Und vielleicht gefällt es euch, vielleicht gefällt es euch nicht. Bevor ich hier jetzt anfange, möchte ich sagen, alles, was ihr in meinem Raum seht, werde ich einfach mal verlinken unten in der Videobeschreibung. Also wenn euch was interessiert, könnt ihr das natürlich dann auch nachschauen. Ich werde auch nicht für alles wissen, was das ist. Also nicht wundern. Gut, bevor wir aber jetzt zum PC kommen, zeige ich euch jetzt einfach mal so mein Setup zum Fernschauen, weil das hier ist eigentlich mein Schlaf-, Spiel- und Hobbyzimmer, kann man sagen. Und zwar ist das dieser Fernseher hier. Ist relativ groß, muss ich auch selber zugeben. Ich wollte eigentlich gar keinen so großen Fernseher, aber ich habe den geschenkt bekommen. Und da kann man, glaube ich, nicht nein sagen, wenn man davor immer so eine kleine Glotze hat. Und jetzt hat man hier so ein Riesenteil, so ein Riesentrum drauf. Also ist auf jeden Fall krass, dass ich den jetzt habe. Habe ich mir damals auch nie gedacht, dass ich immer so einen Fernseher hätte. Drauf läuft jetzt einfach mein GTA, um zu demonstrieren. Ja, ich zocke ab und zu drauf, aber immer offline. Das heißt, online werdet ihr mich hier nie sehen, weil ich zahle nicht für PS4, weil ich sonst nur am PC zocke. So gut, fangen wir gleich mal an und ich zeige euch mal meine kleine Konsolensammlung. Und zwar, wer es noch nicht gesehen hat, ja, eine PS2 und einen HDMI-Splitter. Der HDMI-Splitter ist für meine PS3 und für meine PS4. Hier eben ein Receiver mit Sky drauf. Nein, kein Netflix, nur Sky. Hier ist die PS4 dann unten drunter mit den Controllern, die schon hier am Einrosten sind, weil ich so wenig zocke. Also auf der PS4 eben. Und hier die PS3, die verstaubt hier unten ziemlich krass. Und man sieht hier auch hinten, wie schön das hier mit den Kabeln gemacht worden ist. So, hätten wir das Ganze mal, können wir hier auch mal reinschauen bei der Gamesammlung. Man sieht auf jeden Fall viele Games drin. Hier GTA. Hier all die PS3-Spiele. Ich habe kaum PS4-Spiele. Also eigentlich fast alles nur PS3-Spiele, weil ich damals so PS3 gesucht habe und jetzt eigentlich nur auf PC zocke. Deshalb habe ich auch jetzt so wenig PS4-Spiele hier. Hier habe ich dann einen alten Laptop drin und eine alte Game Capture Card von Elgato und noch PC-Spiele, die ich mir damals noch so gekauft habe. Jetzt bekommt man das ja alles über Steam, alles elektronisch. Und jo, also hier auch IKEA-Möbel zu sehen. Das hier unten ist auch von IKEA. Jo, da hier hinten Pflanze, IKEA. Hier Monster Energy und eben diese Akustik-Schaumstoffteile, die ich hier in meinem ganzen Zimmer eigentlich verstreut habe. Einfach aus dem Grund, weil dieser Raum ein bisschen groß ist und da braucht man sowas einfach. Und falls es mal zu heiß ist, habe ich hier auch noch so einen Ventilator stehen. Der ist auf jeden Fall besser als diese ganzen echten Ventilatoren, wenn ich das mal so sagen darf. Jo, dann kommen wir gleich mal zum Teppich. IKEA haben einen Teppich. Ist jetzt so ein bisschen zerknüllt wegen meiner Katze, weil die damit immer herumspielt. Sieht man hier in den Ecken und Kanten. Jo, hier Vorhänge, Heizkörper, Standard. So, gehen wir direkt mal rüber aufs Bett. Und zwar habe ich hier auch irgend so ein IKEA-Bett, was ich schon seit Jahren im Besitz habe. Unten Müll und anderes Zeug, das ich aussortieren muss. Ja, hier ein Pedobär mit einer Katze und einem Brokkoli. Besser kann es eigentlich nicht sein. Und hier ist ein riesen Haifisch auch von IKEA. Also wir kaufen echt krass bei IKEA ein. Hier Dämmmatten, also mal wieder Akustikmatten, kann man sagen. Akustikmatten. Ich meine, es ist jetzt kein echtes Studio, aber es hat schon ein bisschen was geholfen, muss ich sagen. Jo, hier Bett. Bart Simpson, also hier ist auch alles bunt gemischt, kann man sagen. Dann haben wir hier so jo, Steckdose. Die haben wir auch in Deutschland. So, also hier dann direkt mal weiter mit einer Lavalampe. Einfach oldschool-mäßig. Ein Wecker, wir haben 20:13 Uhr. Und ein umgeklapptes. Jo. Oh, und das hier muss ich wegmachen. Das habe ich gekauft. Das ist ein Energy Drink, aber ich möchte jetzt keine Werbung machen. Mann, schmeckt das gut. So, und jetzt gehen wir mal weiter zu etwas Besserem, etwas Schöneren, nämlich meine Vitrine. Da seht ihr dann so meine ganzen Classics, kann man so sagen. Also hier unten kann man schon mal sehen, ich stehe total auf Pizza. Ich stehe total auf KTM. Ich habe auch so eine ähnliche da stehen, nur als Supermoto. Und gut, VW mag ich jetzt nicht. Habe ich jetzt einfach hier stehen, weil ich das schon als Kind irgendwie hatte, dieses Teil. Und ja.
Wer die Teile erkennt, dem wünsche ich viel Glück. Das ist nämlich Drachenlord. Und Emala, wer ihn kennt, auf jeden Fall in die Kommi schreiben, Daumen nach oben lassen. Leider hat er jetzt seine ganzen Videos gelöscht, was ich schade finde. Und jetzt macht er nur noch scheiß Gaming-Kacke wie ich. Verstehe ich einfach nicht. Hier haben wir meine bisschen mehr Gaming-Abteilung, kann man sagen. Also hier ist von Super Mario, der dann auf einem Minecraft-Block steht. Der kann eigentlich auch leuchten, aber den mache ich jetzt hier nicht an. Die Figuren sind lustigerweise von McDonald's, die haben 80 Cent pro Stück gekostet, sind eigentlich beim Happy Meal dabei, aber jetzt gibt es ja so elektronische Teile. Da kann man die so einfach bestellen, das habe ich dann einfach gemacht. Und dieses Ding hier hinten, keine Ahnung, habe ich schon seit Jahren. Wird irgendwas so ein Battlefield sein oder so. Jo, und jetzt kommen wir mal was zu was Besserem. Nämlich, liebe Leute, Hardwell. Hardwell, ja. Warum Hardwell? Einfach weil ich ein Hardwell-Fan bin und das habe ich zu Weihnachten von meiner Freundin geschenkt bekommen. Und ich habe mich einfach so gefreut, weil ich bin totaler Hardware-Fan. Hier ist meine GTA-Abteilung. Ja, man sieht hier österreichisches Polizeiauto mit so VIP-Eskorte. Einfach für meine LSPDFA-Folgen soll das eigentlich stehen. Auch bald mit Österreich natürlich. Hier Rockstar Games-Logo mit GTA 5. Habe ich mal auf Facebook gepostet, habe ich auch von meiner Freundin geschenkt bekommen. Dann hier haben wir das GTA 5 Cover. Von der PC-Edition, dieses fette Teil eben. Und dann so ein Casino-Automat, der wirklich tatsächlich 70 Euro wert ist. Habe ich gestern gegoogelt und dann habe ich mir den hier reingestellt. Und ein Schlagring, der übrigerweise nicht echt ist. Und meine Katze miaut und nervt hier. Okay, gut. Hier ist dann mein MIDI-Keyboard, mit dem mache ich Musik. Ja, ich mache Musik. Hier wieder alles vollgepappt mit der Kacke und hier hinten eine Pflanze von Ikea auch. Und darauf bin ich stolz, habe ich auch geschenkt bekommen von meiner Freundin zu Weihnachten, von der kriege ich viel geschenkt zu Weihnachten. Und das ist einfach ein Videoposter in einem Rahmen umrahmt. Der Rahmen natürlich auch von Ikea. Alter, das kommt mir vor, als würde ich die ganze Schleichwerbung für Ikea machen. Ja gut, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Ding, worauf hier glaube ich alle warten. Das ist nämlich hier dieser Stift. Nee, jetzt wirklich, das ist dieser Stift. Natürlich nicht ernst gemeint, das ist so ein Magnetstift, den habe ich schon die ganze Zeit. Hier ist übrigens eine Shisha, die ich derzeit nicht benutze. Ja, elektrische Shisha hat eigentlich fast jeder heutzutage. Hier ist meine Geldbörse und eine Kerze. Gut, dann machen wir gleich mal weiter. Jetzt kommt nämlich das Setup, liebe Leute. Hier, also wenn wir hier hingucken, ja, da ist das ganze Setup versteckt. Und... Werbeeinblendung? Nee. So, hier. Also hier habt ihr das ganze Gaming-Setup vor euch. Das ist zu groß. Hier links, das ist meine Station. Hier rechts das kleine Ding für meine Freundin. Jo, ist schon ein bisschen krasses Gaming-Setup, muss ich mal schon ehrlich und offen zugeben. Aber ich muss auch sagen, es sieht einfach nice aus, vor allem mit den LEDs. Sie ist eben auf Rot und Schwarz. Ich bin auf Weiß und Blau, beziehungsweise ja, Schwarz, Blau, Weiß. Der rote Session passt hier nicht rein, aber damals hatte ich das eben nicht, aber gut. Zeige ich euch das Ganze mal im Detail. Das ist von meiner Freundin. Das ist einfach so ein Gaming-PC, den ich jetzt zusammengestellt habe. Ja, hat einen Wert, der relativ okay war. Haben wir für unter 1000 Euro zusammengestellt. Ich habe mir dann meine alte Grafikkarte geschenkt und dann war das Ganze auch schon im Kasten. Und jo, hier haben wir noch Kopfhörer, keine Ahnung, welche das jetzt genau sind. Zwei alte LG-Bildschirme von mir und hier noch eine Tastatur und eine Gaming-Maus. Da brauchen wir fehlen dazu ein Standard-Bürosessel. Ach ja, und hier hinten ist Harry das Schnabeltier, natürlich nicht zu vergessen. Der ist auf jeden Fall auch immer auf diesem Schreibtisch. Und Xbox-Controller, was macht der hier? Jetzt zu meinem wunderschönen Setup. Fangen wir mal beim kleinen PC hier unten an. Das Gehäuse ist neu. Habe ich mir erst vor kurzem geholt. Ist optisch wirklich eines der geilsten Gehäuse, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Hier oben, jetzt darf ich nur nicht irgendwie abkommen hier. Hier kann man sogar Modi einstellen. Er kann sogar Breathe Mode haben, so wie jetzt. Jetzt atmet er. Oder eben Herzschlag Mode. Und man kann es natürlich auch ausmachen. Aber ich habe ihn so und man kann eben beliebige Farben durchgehen. Er tut sogar Farbwechsel machen. Ich lasse ihn aber derzeit auf Blau und lasse ihn einfach so an, weil mir das am meisten gefällt. So, drin haben wir 289 Ti AMP Edition von Zutec. Sind im SLI verbunden, also bringen Leistung, sind ein bisschen dran geklatscht zusammen. Da habe ich mir ein bisschen was einfallen lassen müssen, dass die überhaupt richtig Luft bekommen. Finde ich eben schade, dass die hier so breit geraten sind von Zutec.
Ja, demnächst wird höchstwahrscheinlich eine mit Pascal-Reihe Dingsbums reinkommen, eine 1080 Ti oder die neue Titan, die rausgekommen ist oder bald rauskommt. Hinten Lüfter, eine Wasserkühlung für meine CPU, oben haben wir dann eine LED-Leiste und ja, der Radiator ist vorne, nicht oben, denn da kann ich die vollen drei Plätze für meinen Radiator benutzen. Was ihr hier seht, ist Staub, by the way. Ist das Problem eben, weil ich hier drei Lüfter drin habe und in diesem Zimmer ist es leider ein bisschen staubig, auch wenn ich hier die ganze Zeit aufräume wegen der Katze. Die hat mir hier alle so voll, dass das ihr alles dann da dran klebt. Muss ich jeden Tag reinigen, sonst sieht das hier schlimm aus. Das habe ich übrigens vor einer halben Stunde erst gereinigt. So, hier haben wir eine Lachgasflasche, jetzt keine echte, habe ich mir irgendwo mal auf eBay geholt, wollte ich haben. Jo, jetzt steht es hier unten, weil ich nicht weiß, wohin damit. Schon seit Jahren weiß ich nicht, wohin damit. Und hier hinten sieht man drei Festplatten, die habe ich hier jetzt drin, weil ich so gescheit war und mir einen PC geholt habe, der zu klein war für mein Netzteil. Und da hat leider das Netzteil den Platz der Festplatten eingenommen. Jetzt habe ich sie halt extern am Laufen. Finde ich nicht so schlimm. Und habe ich noch so einen Schaumstoff dran gepappt, dass die nicht so vibrieren. Und bin eigentlich relativ zufrieden damit. So, dann hier sieht man meinen Mikrofonarm. Ist, glaube ich, von Rode auch. Ja, klar, ist der von Rode. Hier das Rode NT1A oder wie das heißt, oder A1, ich weiß es gerade nicht genau. Jedenfalls dann auch in der Beschreibung. Ist wirklich ein geiles Mikrofon. Kann ich jedem empfehlen, der gute Aufnahmen haben will, weil es eben ein Silent-Mikrofon ist. Ist einer der leisesten Mikrofone, die man so haben kann. Finde ich gut, weil dann habt ihr eben wenig Hintergrundgeräusche. Trotzdem habe ich dann noch Sachen drin, wo die Hintergrundgeräusche rausgefiltert werden. Hier noch der Popschutz, der war da dabei, war so ein ganzes Set. Aber ohne diesen Teil hier, da hatte ich einen anderen Arm so zum Hinstellen. Aber den habe ich mir dann noch geholt und der hat auf jeden Fall mein Leben vereinfacht. So, also meine Bildschirme sind Acer-Bildschirme, auch natürlich in der Beschreibung verlinkt. Sind drei Stück davon, 144 Hertz, 1080p, also keine 4K. Haben dafür eine Millisekunde Reaktionszeit. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man merkt darauf wirklich einen brachialen Unterschied von 60 Hertz normalen Monitoren. Das sind die hier, das waren meine alten. Da hatte ich drei Stück, einer ist leider kaputt gegangen und dann habe ich mir gleich diese hier geholt. Und sind echt schön. Gut, was man hier noch sieht. Also jetzt stehe ich schon wieder hier im Licht. Das hier ist eine Wet Cats oder Cats Wets. Ach, keine Ahnung, wie diese Marke heißt. Die verwirrt mich immer so. Das ist jedenfalls so eine Gaming-Maus. Feeling ist geil, Qualität leider so lala. Also das ist wirklich leider die geilste Maus, aber sie geht so schnell kaputt und ist so schnell abgenutzt. Und ja, sie funktioniert nicht mehr ganz so gut. Und deshalb werde ich mir bald eine neue holen. Nach meinem Geburtstag werde ich wieder Geld haben. So, hier wirklich das Beste an meinem ganzen Setup ist die Tastatur. Denn das Lustigste ist, das ist das älteste Teil, was ich hier überhaupt habe. Das Ding ist von 2010, ist also schon 7 Jahre alt und es funktioniert noch immer einwandfrei und sieht noch immer top aus. Das habe ich damals bei meinem Alienware-PC mitbekommen. Also hier oben sieht man auch das Logo. Da kann man auch eben jede Farbe einzeln einstellen. Die ist einfach perfekt, wie für mich gemacht. Und die habe ich einfach bekommen und sie passt einfach so perfekt. Wisst ihr, was ich meine? Und sie hält und hält und hält. Kaufen kann man die, glaube ich, leider nicht mehr, nur noch gebraucht. Aber für jeden, der eine gute Tastatur haben möchte, dem kann ich die nur wärmstens empfehlen. Also wirklich wärmstens empfehlen. Zwar alt, funktioniert aber noch immer einwandfrei. Und ihr habt alles, was ihr braucht. So, dann kommen wir hier zu diesem Teil hier. Das ist mein Audio-Interface, mit dem ich eben meine Kopfhörer, mein Mikrofon und meine Boxen anstecke, also meine Studio-Monitore. Das Lustige ist, das war ziemlich, ziemlich teuer aus dem Grund, da ich 5 Audio-Interfaces hatte. Also mir ist damals meins eingegangen, das war von Scarlett irgendeines und das ist mir leider eingegangen. Und ja, dann habe ich 5 andere probiert und jedes dieser hat mir dann nur Probleme bereitet. Sprich, es war Knacken in der Audioaufnahme und Problemchen zu Problemchen. Und ich weiß nicht, was mein PC hat, aber irgendwie versteht er sich mit keinem Audio-Interface. Und dieses Teil hier war das einzige, was funktioniert hat. Preis war damals über 1000 Euro, jetzt ist es für 800 irgendwas drin. War echt viel Geld und ja, ist leider so, wenn man einen speziellen PC hat, der mit anderen Audio-Interfaces nicht zurechtkommt. Fragt mich nicht warum. Ich habe vieles probiert, es hat nichts geholfen und das Ding hier hat mir auf jeden Fall mein Leben verbessert, ohne Knacks oder sonst was. So, hier habe ich AKG-Kopfhörer. Weiß jetzt nicht, das sind die
irgendwie so eine Oben Edition, keine Ahnung, was das jetzt genau für eine ist, tue ich dann auch in die Beschreibung packen, sieht man dann besser. Habe ich jetzt schon urlange, ich hatte davor auch andere Kopfhörer von Biodynamics oder wie die heißen, waren verdammt unangenehm, haben aber voll viele YouTuber, hat mir aber überhaupt nicht gepasst und die haben irgendwie mein Ohr eingeklemmt. Frag mich nicht warum, ich hatte danach Ohrenschmerzen. Und diese Dinger hier, die sind so extrem geil und vor allem hier oben, das ist auf jeden Fall das Geilste an diesen Kopfhörern. Die passen sich einfach so an und ich würde gar keine mehr kaufen ohne dem Ding. Kann ich auch nur empfehlen und sie sind klangtechnisch auch gut, sind aber leider nicht basslastig. Das heißt, wenn ihr was Basslastiges wollt, müsst ihr euch bitte was anderes suchen, weil da habt ihr nicht so viel Bass drauf. Aber für mich reicht der Bass komplett, er ist gut. Ich kann damit meine Musik machen, das passt. Ja, dann hier noch eine Elgato Game Capture 60 HD, also HD 60 steht drauf. Habe ich jetzt nicht angeschlossen aus dem Grund, weil man sie sonst nicht sehen würde, weil die klemmt hier hinten irgendwo drin und dran und die wollte ich halt auch noch zeigen, dass ich die auch noch habe. Ist ein geiles Teil, ist wirklich das einzige zum Aufnehmen, was wirklich gescheit funktioniert. Alles andere, außer Shadowplay natürlich, kann man irgendwie knicken, finde ich. Ich habe vieles probiert und vieles hatte zum Beispiel Probleme mit meinem SLI von Nvidia eben, dass ich zwei Grafikkarten habe. Und das versüßt mir mein Ding. Das Problem ist, wenn ich damit zocke, kann ich nur 60 FPS wiedergeben, also keine 100 FPS zocken. Der einzige Nachteil an dem Ding, aber sonst wirklich empfehlenswert. Hier noch eine GoPro Hero 4. Mit der wollte ich eigentlich das Video aufnehmen, bevor mir die Audioqualität aufgefallen ist. Da habe ich eine Testaufnahme gemacht und die hatte ich wirklich hinschmeißen können. Und ich wollte es nicht nachsynchronisieren, weil dann kommt es irgendwie komisch. Gut, dann sind wir eigentlich hier fertig. Das ist mein Setup. Hier oben sieht man auch wieder den Schwamm der Schwämme. Und jo. Hier noch meine Studiomonitore. Das sind Neumann 120KH, heißen die, glaube ich. Je auf beiden Seiten, hier und hier zu sehen. Das sind gute Studio-Monitore. Das Gute ist, die sind gegossen. Also da ist wirklich Bass drauf. Gute Basslastigkeit eben. Und es ist wirklich Druck dahinter und man merkt einfach, dass die gute Qualität haben, ist eben Neumann-Qualität und hier unten habe ich eben auch noch eine Bassbox von Neumann für den extra Bass, weil ich das einfach gebraucht habe. Habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, diese Bassbox und auf jeden Fall zum Empfehlen, leider auch wieder ein bisschen teuer, aber man zahlt dafür und kriegt dann eben was Gutes und nicht irgendwas und das braucht ihr, wenn ihr eben professionell Musik machen wollt, dann müsst ihr auch beim Mastern zum Beispiel vieles beachten und das könnt ihr bei guten Kopfhörern und einer guten Monitoranlage gut raushören. So, hier hinten noch ein Drucker. Irgendein Drucker kann ich nicht empfehlen, ist ein Scheißdrucker, der macht die ganze Zeit Streifen irgendwo rein. Und hier noch mein externes Laufwerk, weil mein wunderschönes neues Gehäuse keinen Laufwerksupport hat, was ich aber nicht schlimm finde, weil diese Optik, diese geile Optik mit dem Echtglas hier auf der Seite gibt mir einfach alles. Jo, also so viel dazu, das ist hier eigentlich mein ganzes Equipment und mein ganzer Raum hier. Und ja, was ich vielleicht noch nicht gezeigt habe, den Stuhl hier. Das ist ein DX Racer, habe ich jetzt schon ein paar Jahre. Ist ein bisschen jetzt schon kaputt in die Jahre gekommen, kann ich sagen, und ein bisschen ausgeranzt wegen meiner Katze, weil die hier die ganze Zeit ihre Krallen drauf hat und das Rot passt hier leider auch nicht mehr so ganz dazu. Das würde eher hier drüben passen, sollte ich mir mal einen neuen Sessel holen, dann in weiß-blau oder schwarz-blau-weiß oder sonst was und würde es meiner Freundin natürlich schenken, weil die eben ein Setup hat, was rot-schwarz ist. Und hinten. So, dann gehe ich immer noch ein bisschen rüber und zeige euch mal das Ganze hier. So, also hier habt ihr nochmal die kleine Gaming-Ecke. Habe ich euch auf jeden Fall alles gezeigt. Ihr könnt natürlich auch reinschauen in die Beschreibung, wie schon gesagt, und nachschauen, wenn euch irgendwas gefällt. Es wird euch hier auch immer wieder Updates geben. Also wenn euch das gefällt, so eine Roomtour nach vielleicht einem halben Jahr, wenn ich wieder neue Sachen habe, schreibt es einfach in die Kommentare, kann ich gerne machen, kein Problem. So, dann machen wir hier mal so ein Kreis und hier ist mal wieder das Bett, was so voll gemüllt ist mit Stoff, hier bis zum Gehtischbier und dann gehe ich hier mal hier. Hier sieht man hier das hier auch besser. Hier ist ein Vorhang, der steht ein bisschen drüber, aber gut. Aber hier auf jeden Fall der Fernseher, die ganze Sache. Und hier die Tür. So, ich würde mal sagen, das war's für heute mit der Roomtour. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich setze mich jetzt nur. Lasst ein Abo da. Ich verabschiede mich, Leute. Haut rein. Ciao.